3, 2, 1. Ich grüße euch, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video. Freunde, willkommen zu meiner eigenen Serie. Ich schwöre, ich freue mich extrem. Die Serie nennt sich, wie es im Titel schon steht, Switch Deal Discard Battle. Unser heutiges Spieler wird werden Footies Ivan Perisic. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine. Ich begrüße dich, El Tabaco Tone Tabak. Hi. Servus Leute, ich bin's der Tabak. Freut mich am Start zu sein. Wenn Perisic am Start ist, dann darf ich nicht fehlen. Ja. Und ganz ehrlich, ich freue mich auf deine Serie. Ich habe alles schon mitbekommen. Es ist eine geile Nummer. Und ja, erstes Mal hier dabei zu sein, ist eine Ehre für mich. Deswegen würde ich sagen, Pato, heute eskalieren wir zum einen mit den Däumchen nach oben von der Community und zum anderen wird am Ende was discarded, Mann. Und das wird lecker. Da wird hart discarded, Leute. Und ja, Leute, Tone weiß schon alles. Ihr werdet auch gleich alles wissen. Und das würde mich sehr, sehr freuen. Gebt in den Kommentaren wirklich massig Feedback ab, wie euch das Ganze gefällt. Und ja, zeigt mir das Ganze auch mit einem Daumen nach oben. Ich erkläre euch das Ganze. Ihr seht jetzt hier Ivan Perisic, mega, mega geile Karte, 5-Star Weakfoot, 4-Sterne Skills, auch generell Karte All-in-One, also All-Round, wie sagt man das so? Keine Ahnung. All-in-One, ja, wahrscheinlich. Aber so sieht seine Karte mega, mega geil aus. Das Ganze geht ja nicht mit Perisic alleine. Ich würde mal meinen, wir switchen mal rüber, mit welchen Teams wir antreten. Abfahrt. Boom, Leute. Das ist echt ein krankes Team. Also, wow. Also, wenn Tone gewinnen sollte, der hat kranke Sachen zum Abschossen. Ich verrate ihn mal nicht, welche Spieler ich so. Bei mir aber genauso. Ja, ich kann es mir echt vorstellen. Auf jeden Fall. Wir sehen hier mal die Teams, mit denen wir antreten werden. Und Switch Deal, glaube ich, sagt das Ganze schon. Tone hat 4-3-3, ich habe 4-2-3-1. Ganz, ganz wichtig ist, dass es wird kein Spieler auf der angestammten Position spielen, wo er jetzt spielt. Momentan, man weiß nicht, wie es am Ende so sein wird. Also jeder Spieler wird dann quasi verschoben und am Ende, boah, also man weiß nicht, wie das Team dann aussehen wird. Es wird krass, ganz, wird krass. Ja, generell. Also jede Position muss einmal verschoben werden, aber man kann auch zum Beispiel die Positionen zweimal verschieben lassen. Das heißt zum Beispiel, jetzt Tone hat vorher den Stürmer mit den L vorgetauscht, aber er kann das Ganze dann so machen, dass er dann auch quasi den Linksmittelfeld wieder mit dem L vortauschen wird. Also ja, da kommt... Das heißt, erst Ende bis raus. Zum Ende weiß man dann hundertprozentig sicher, ob man einen Gamechanger hat. Und Gamechanger genau. Ist das nächste Stichwort, oder? Genau, Gamechanger ist das nächste Stichwort. Es gibt nämlich zwei Arten von Joker. Joker Nummer 1 ist, dass man quasi die Position verschiebt. Jetzt sagen wir, dass der Torwart irgendwo am Feld ist. Tone hat jetzt einen Joker und quasi, dass er das Ganze dann verschieben wird. Ja? Also ZOM dann quasi mit Torhüter, damit zumindest der Torhüter dann im Tor ist. Dann gibt es noch eine zweite Art von Joker. Und zwar, Tone entscheidet sich bei mir, eine Bronze-Karte reinzuballern. Ja? Ja. Wenn er zum Beispiel sagt, Torhüter sogar, gell? Genau, Bronze-Torhüter. Er kann zum Beispiel sagen, rechter Innenverteidiger muss jetzt ein Bronze-Torhüter sein. Passt, dann ändere ich das Ganze. Aber ich habe dann quasi noch ein Guthaben, ja. Ich darf dann auf das hinauf einen Spieler verschieben. Das heißt, wenn er mir jetzt einen Bronze-Torhüter reinknallt und ich habe zufällig keinen Torhüter, dann kann ich das dann so machen, dass ich den rechten Mittelfeld mit dem Torhüter verschiebe, weil der rechte Mittelfeld der Torhüter war. Also das sind dann die zwei Arten von Joker. Und Leute, ganz am Anfang habe ich nicht erwähnt, das Team wird komplett durchgemischt anfangs. Das wird nicht so sein, dass der Stürmer jetzt der Stürmer ist, weil wenn man dann nachdenkt, weiß man dann so circa, wo der Stürmer war, dass klar, man das dann irgendwie retour verschieben kann. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, schreibt das gerne in die Kommentare, aber ich denke, wenn wir jetzt das Ganze durchgehen, wird alles klar sein. Ich denke, ist eine easy Serie. Ich denke, das ist allen klar, ja. Genau so ist es. Also ich feiere das voll. Und ich als ich Tone davon erzählt habe, er hat sofort gesagt, yo, ich möchte das mit dir sofort aufnehmen. Ja, Mann. Und ja, wir sind jetzt soweit. Ich würde mal meinen, wir werden mal die ganzen Teams durchswitchen. Und das ist auch der Name, switchen. Also als erster wird das alles durchgeswitcht. Und dann mit Positionen durchgeswitcht. Man muss einfach quasi hoffen, dass man am Ende ein paar Spieler auf der richtigen Position hat, damit man eben diese Joker aktivieren kann. Und dann kann man eben wählen. Das ist eben das Große, was man eben erreichen muss. Aber mal schauen.
Und es sind echt kranke Spieler dabei. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es am Ende ausgehen wird. Ich denke, ein Cut und dann sehen wir uns dann bei den eigentlichen Teams dann wieder. So Leute, wir fangen an und übrigens wird natürlich der Starspieler auf der Position bleiben. Das ist Perisic. Jetzt darf ich beim guten Pato den Stürmer und den rechten Flügel. Oder welche Position hast du nochmal? Aufstellung? Genau, ich habe 4-2-3-1, die zweite Stürmer und rechtes Mittelfeld. 4-2-3-1, okay, perfekt. Alles klar. Dann werde ich als erstes den Stürmer mal ganz schön und knackig in die linke Innenverteidigung tun. Und okay. Deinen rechten Flügel hauen wir ins rechte ZM gleich. Komm, das sind zwei Nachbarn, die mögen sich vielleicht nicht. Doch. Also da rechte Mittelfeld ins? Rechte ZM. Ins ZDM, rechte ZDM. Rechte ZDM, sorry, genau. Okay, perfekt. So, gut, du hast 4-3-3, ich mach Stürmer und rechten Flügel. Genau. Den Stürmer... Den Stürmer verschiebe ich ganz gechillt in die linke Innenverteidigung. Okay. Und der rechte Flügel, den verschiebe ich mit dem Torhüter. Alles klar. Ist okay bis jetzt, noch nichts Großartiges passiert. Am Ende ist am Ende zählt das Endresultat, gell? Deswegen kann da noch viel rumgeändert werden. Deswegen gehen wir rüber zu den Mittelfeldspielern, oder? Abfahrt. Bist du bereit? Ich bin bereit, okay. Bruder. Alles klar, Mann. Ein ZOM und zwei ZDMs. Dann fange ich an mit dem ZOM, okay? Den schicken wir mal ganz straight direkt mal in den Sturm, bitte. Mit dem. Okay. Dann nehme ich den linken ZDM, der kommt in die rechte Innenverteidigung. Rechte Innenverteidigung, ja. Und der rechte ZDM, der hat heute Lust, in die rechte Verteidigung zu gehen, also RV. Ich glaube nicht, dass er Lust hat, aber ich mach das. Ich mach das. Okay. Dann machst du jetzt weiter, gell? Perfekt, genau. Kollege, du hast dreimal ZM, richtig? Ja, richtig. Gut. Der linke ZM tauscht mit dem rechten Flügel. Okay, alles klar. Der mittlere ZM tauscht mit dem Linksverteidiger. Okay. Und der rechte ZM tauscht mit dem Torhüter. Alles klar, gut. Alles klar. Ist okay. Spaß, keine Ahnung. Man weiß noch nicht, deswegen sage ich noch nichts. Jetzt sind als nächstes die vier Verteidiger dran, oder wie machen wir es? Oder erstmal die Außenverteidiger. Okay, jetzt sind die Außenverteidiger dran. Deswegen machen wir erstmal mit dem Linksverteidiger weiter und der kommt auf den rechten Flügel bei dir. Also besser gesagt, rechter Mittelfeldspieler. Okay. Und der rechte Verteidiger, stimmt, den wolltest du vorhin da nicht haben, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Der wird mit dem Stürmer getauscht. Okay, danke dir. Nein. Na, Bruder, ist nichts passiert. Okay. Ist nichts passiert. Okay, mein Lieber. Ich tausche den linken Verteidiger mit dem mittleren ZM. Okay. Und den Rechtsverteidiger tausche ich mit... Mit den Torwart. Alles klaro. Na gut, dann sind wir angekommen bei der letzten Position, oder? Zwei Innenverteidiger und ein Torhüter, Mann. Jetzt geht's um alles, Mann. Jetzt geht's um die Game Changer, Pato. Ja. Ich hoffe, du bekommst nicht allzu viele, ja? Sonst muss ich ganz schnell los. Und deswegen fange ich an mit dem linken IV von dir. Und der kommt. Wo kommt der hin? Warte mal, du hast vorhin gelacht beim... Den schicke ich jetzt nochmal im Sturm. Ich habe irgendwie Bock auf deinen Stürmer, weil ich switch da gerne ein bisschen rum. Ja, ist mir recht, danke dir. Dann nehme ich den rechten IV, den tauschen wir mit dem linken ZM. Mit dem linken ZM? Also ZDM, genau. Ja, ja. Und dein Torhüter, der kommt ins rechte Mittelfeld. Boom! Was ist los? Danke dir! Nein. Hab ich Scheiße gebaut, ey. Für mich hast du Gutes gebaut. Oh Gott, na gut. Oh mein Gott, okay. Jetzt muss ich hoffen, drei gute, bitte, egal, mach. Also, der linke Innenverteidiger tauscht mit den rechten ZM. Okay. Der rechte Innenverteidiger tauscht mit dem rechten Flügel. Okay. Und der Torhüter tauscht mit dem Stürmer. Okay.
Alles klar, man darf ja immer nie so Reactions zeigen, weil du könntest ja dann was zurückschrauben. Deswegen wundert euch nicht, warum ich da nicht so ein bisschen mich freue. Aber du hast jetzt auch ein bisschen was gerettet, muss man sagen, an dieser Stelle. Ach, scheiße. Ein bisschen wie was viel, zumindest. Wie viele Joker hast du? Ich habe jetzt 3 Joker. Ich habe 2 Innenverteidiger richtig und den linken ZM ist richtig. Ansonsten, Ich habe auch 3 Joker. Echt jetzt? Du, okay. Ja, du hast den ZOM richtig, den rechten ZM hast du richtig und du hast am Ende... Hast du mir den Torhüter verschoben? Das gibt's doch nicht. Du hast sogar den Torhüter schon im Tor, oder was? Ja, genau so ist es. Ach, Scheiße. Okay, krass. Nicht schlecht. Na gut, jetzt müssen wir uns überlegen, welche Joker wir verwenden, weil wir haben jetzt 2 Optionen, gell? Genau so ist es. Scheiße, jetzt weißt du, wo ich meinen Torhüter stehen hab. Okay, ich mach 2 Joker und einen baller ich dir rein. Echt? Soll ich das auch so machen? Torhüter. Bitte nicht. Okay, ich hab ne Idee. Ich mach auch 2-mal, das ist mein 2. Ah, aber die Chemie sieht nicht so gut aus. Wie viel Chemie hast du gerade aktuell? Bruder, ich hab 62. Was? Ich hab 47, da muss ich mich... Warte mal, soll ich die noch... Was würde passieren? Ah, okay. Egal, ich entscheide mich auch in den Bronze. Komm, ich lasse es jetzt so und ich nehme den Bronze-Spiel auch bei dir dann. Okay, also du verschiebst auch 2-mal und genau. Wir hauen uns jetzt jeweils an den Bronze-Keeper rein. Leute, wir haben uns anders entschieden. Wir werden die Spieler unten reinknallen, ja. Damit wir den Torhüter, damit wir uns da, weil das macht ja keinen Sinn irgendwie, dass der Torhüter gerade die wichtige Position bleiben darf. Okay. Du als Gast, du darfst beginnen. Ich fang an, okay, gut. Warte, jetzt darfst du beginnen. Alles klar, es gibt ja eine Zahl zwischen 1 und 10 sozusagen. Genau. Und ich entscheide mich bei dir für die Nummer 7. Für die Nummer 7? Und das ist nicht verzählen. 7. Ach du Scheiße. Ja, okay. Der Spieler war, glaube ich, auf der richtigen Position, wenn ich mich nicht täusche. egal. Den kann ich dir sagen. Das ist Team of the Season Felipe gewesen. Oh, habe ich jetzt einen Innenverteidiger wahrscheinlich gesagt? Du hast einen Innenverteidiger erwischt, ja. Aber ich kann ihn ja jetzt Gott sei Dank verschieben. Das ist gut. Okay, mein Lieber. Bei dir nehme ich die 3. Du hast eigentlich in meinen Augen die schlimmste getroffen, als du dich treffen. Ja, doch, schon eine Katastrophe. Du hast meinen Rashford getroffen, mein Stürmer. Headliners habe ich 300.000 Münzen bezahlt. Yes! Das war's komplett. Das gefällt mir komplett. Und jetzt haben wir quasi einen Joker zum Verschieben. Sprich, in unserem Team dürfen wir jetzt noch einmal rumrotieren, oder? Genau so ist es. Ein Joker hast du für einen Position Change. Und ja, quasi der Torhüter muss sein. Das ist echt belastend, Mann. Also dieser Frost-Spiel hat mich jetzt noch mal ein bisschen zerstört, muss man sagen. Der ist heftig, ne? Du krass, wirklich super. Alter. Aber es ist echt voll geil, die Idee. Ja, Mann. Voll aber geil. Jetzt, ich feiere mich selbst dafür. Jetzt muss ich alles wieder zurückbauen und dann sehen wir uns gleich, oder? Wenn wir dann überlegen, was wir brauchen. Ja, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, Leute, also ich habe mich jetzt auch schon entschieden. Die 2 davor habe ich schon verschoben. Jetzt werde ich den Torhüter dort reingeben, wo Felipe war, nämlich in der Innenverteidigung rechts. Und den werde ich dann mit dem Linksverteidiger tauschen. Sehr gut. Ich tausche meinen Linksverteidiger mit dem rechten ZM. Ja, hat jetzt noch nicht so viel gebracht, aber wir müssen ja auch noch den Bronze-Torhüter reintun. Und für mein Rashford kommt eben der hier rein. Ja, und ich habe am Ende 52 Chemie. Das war's. Ich habe 62, Bruder. Ach du Scheiße, Mann. So, jetzt bin ich gespannt auf dein Team. Oh mein Gott. Was? Prime Moment. Du hast Ronaldo drin. Ja. Den hast du mir auf die richtige Position gestellt. Ja, ich muss los, Jungs. Ja, super. Ich freue mich jetzt gegen Ronaldo zu spielen. Und dein Linksverteidiger ist Bronze. Das ist nicht so schlimm, glaube ich. Ja. Da bin ich jetzt, übertrieben Alter. Gespannt. Ich bin gespannt, wie das Gameplay sein wird, weißt du? Ich auch. Ja. Also, du kannst mir jetzt kranke Sachen abstoßen, aber ich habe auch gesehen bei dir krasse Karten, ne? Ja, Mann. Viel Glück, Brudi. Glück. Alter, das wird jetzt ein Spiel, ey. Nein! Bewegt. Achso, das ist ja Bronze gerade. Schau mal. Ja! Torwart. Nein! Was? Oh mein Gott! Wieso treffe ich nicht gering, Mann? Nein! Oh, was? Jetzt wird auch noch die Latte getroffen. Was? Nein! Nein! Ich komme nicht zu meinem Abschluss. Komm.
Mann! Ja, Mann! Ey, Mann! Scheiße! Leiser! Oh mein Gott! Es ist so schwierig zu spielen, gell? Übel, es fühlt sich wirklich an, Leute. No joke, wie 11 Bronzespieler auf dem Spielfeld. Die sind alle off-cam gefühlt. Jetzt wird's. Oh Gott. Bitte! Oh! Was? CPU-Verteidigung hat geregelt. Gut in die Hose. Nein! Oh. Das ist auch schon top, ey. Das war nur so eine Fußspitze. Ja. Was war das? Jungs, es gibt Elfmeter. Was? Ich drück X. Ich verstehe das Spiel zurzeit nicht. Ich habe noch nie Elfmeter bekommen, nachdem ich eine Ecke geschlagen habe. Pato, das war letztens auch schon mal eine Aufnahme. Es ist echt unlogisch. Ich wusste nicht. Weißt du, ich wollte als erster rechts schießen, aber er hat nicht angenommen. Er hat automatisch jetzt Mitte geschossen. Ich schwöre, ich wollte rechts schießen. Aber ich schieße ja die mit Steuerkreuz und das ist so schwer, eine Ecke rauszubekommen. Aber zum Glück 1-1. Ich schwöre, ich habe diesen Elfmeter jetzt nicht erwartet. Oh! Was? Was? Ein was? Oh mein Gott! Fingerspitzen dran! Nein! Komm, Raja! Hol das Fleisch! Oh, jetzt hat er Platz. Jetzt hat er Platz. Scheiße. Oh, Doppelpack. Stark. Heute. Danke, stark. Oh, heute hat nur Perisic getroffen. Ja, der ist stark, aber keine Ahnung, irgendwie. Meine Spieler irgendwas fehlt ihm. Irgendwas fehlt ihm. Oh mein Gott. Du musst ja dann unbedingt, falls ich gewinne, stelle ich die Mannschaft so auf, als würdest du discarden. Und dann bin ich echt gespannt, wen du discardet hättest. Oh oh, oh oh. Oh, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Zwei viermal Perisic. Hey. Okay, meine Spieler gehen selbst. Nein, noch ein Eck. Was? Schiri gibt 5 Minuten! Ich bin gleich durch. Wenn ich jetzt noch einen Discard. Schade! Schade! Komm! Oh mein Gott! Komm! Nein! Alter! GG! GG, Mann, echt. Such mal bei mir die zwei Spieler aus. Sag mal zwei Positionen, wem ich Discarden hätte müssen. Genau, ich hab mal umgestellt. Okay. Beide Flügel vielleicht? Also linker Mittelfeld, rechter Mittelfeld? Oh mein Gott! Das wäre Ronaldo gewesen. Oh Gott. So, also du hast deine Spieler schon. Ich bin soweit. Ich habe Angst, Freunde. Ich habe so Schiss. Also könnte zwei. Heute sein, dass ich alles zurückbekomme, was ich so angestellt habe bis jetzt. Ja? Oha, zwei Player-Picks. Also, ich weiß echt nicht, für was ich mich entscheiden soll. Ich nehme den linken und rechten ZM. Okay, Alter. Nichts Gutes, oder? Also eigentlich konnte es fast nur was relativ Gutes sein. Aber ich bin schon mal froh, du hast nicht das Beste getroffen und mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich bin echt glücklich gerade. Aber, jetzt kommt das Aber, du hast einmal meinen Lukas getroffen. Den habe ich ja ein paar Mal benutzt. Der ist schon nicht schlecht, POTM Lukas. Aber der kann jetzt auch mal gehen, ja? Und rechtes ZM war halt mein Alexandro und den habe ich wirklich oft gespielt. 500 Mal fast, ja. Wow. Alexandro in Rot kann auch gehen. Aber hey Leute, ich kann damit leben, ich bin damit zufrieden. Wo stand Perisic und der Prime Moment? Also Prime Moment habe ich gelassen, linker IV, Perisic war im Tor. Oh mein Gott. Und ja, Eriksen war Linksverteidiger und Nainggolan in der Mitte zum Beispiel, Pogba links und so, ja. Oh mein Gott. Ja. Ich bin echt, ich hatte so Angst gerade, ich schwör's dir. Also Perisic wäre echt Liebe gewesen, die zerbricht. Ja, nein, also das hätte ich dir auch gar nicht angetan oder so irgendwie, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es hat mir unnormal Spaß gemacht. War ein krasses Match. Ja, das war echt krass. Schwitzen bis zum geht nicht mehr. Jetzt erster Link in der Videobeschreibung, ab zur Tone rüber. Da kommt jetzt quasi das Rückspiel. Auch Kroate, also neuer Footage-Spieler. Und wie gesagt, lasst doch gerne ein Däumchen nach oben. Ich wünsche euch hier schon mal einen schönen Tag, schöne Woche. Tabakko, Bruder, du hast das letzte Wort. Ja, vielen Dank für die Aufnahme. Ich finde die Serie sehr nice. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin am Ende mit einem blauen Auge davon gekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Smash den Daumen nach oben. Falls ihr von mir kommt, könnt ihr gerne bei Pato ein Däumchen und ein Abo dalassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut's ran, euer Tabak. Ciao. Ciao.